So, also eigentlich hatte ich vor, keine Videos aktuell zu machen, aber das hat sich, es ist einfach zu gut. Ich muss es einfach teilen. Und zwar, ja, das ist jetzt so eine Aussage, die wird wahrscheinlich jeder tätigen. Ja, Kollegen haben mir das geschickt. Ich frage für einen Freund. Kann man mir natürlich jetzt auch glauben oder auch nicht. Ist auch, aber auch letzten Endes egal. Ich habe von Kollegen was geschenkt bekommen und das ist, ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll, aber es ist definitiv sehr unterhaltsam und deswegen wollte ich es auf jeden Fall mit euch teilen. Hat natürlich diese dementsprechend geile Mikroqualität von meinem Smartphone, deswegen sorry dafür, aber naja, mehr hat's auch nicht verdient. Okay, ihr seht es bereits. Hier, ne? Den Namen kennt man oder kennen manche zumindest. Ein deutsches ja, Unternehmen, das sich der unter anderem dem Hentai-Genre irgendwie gewidmet hat. Und ja, da habe ich Post bekommen und habe sie geöffnet und dachte erstmal, okay, what the fuck? Kriege ich jetzt Werbung von Trimax? Ist es schon so weit gekommen? Ja, machen wir einfach mal auf. Dann hat mich so das hier mal angelacht. Also erstmal so, erstmal Überblick, so erstmal denkst du so, okay, sieht tatsächlich aus wie Werbung von Trimax. Dann guckt man hier so, liest man sich das so ein bisschen durch, denkt so, best of Hente, Hente, oh mein Gott, ein Pokémon! Okay, dann, ja, Manga, das ist eigentlich gelogen. Gibt es von Trimax Manga? Ich glaube nicht. Young Gay, okay, Istanbul Boys, ist interessant, das wusste ich alles gar nicht. Auf jeden Fall, alles, was mich auf jeden Fall anspricht, nicht. Und ja, dann war das hier dabei und ich dachte halt so, ja, das wird halt irgendwie Werbung sein. Ich werde jetzt nicht hinten drauf schauen. Ja, das so, ja, das wird jetzt irgendwie Werbung sein oder so. Aber scheinbar ist das ist halt ein ganzes Ding, ne? Da ich so, ja, okay, ist schon mal. Ja, okay, ne? Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich will jetzt auch hier nicht alles zeigen, weil man darf hier einfach nicht alles zeigen von dem Kram hier. Aber was halt super interessant ist, das ist halt ausgedruckt auf, ich meine, immerhin schön ausgedruckt in Farbe und so, kann man nicht sagen, aber das ist halt einfach stinknormal Papier ausgedruckt und auch wirklich original zusammengetackert. Das ist großartig. Das ist großartige Werbung. Das ist so, Leute, so muss man das machen. Das ist Qualität. Und dann hier auch noch. Das ist so gut einfach. Das ist auch noch sowas. Hier. Und hier ist dann ein bisschen bessere Qualität. Also rutscht man schon ab. Das ist ein feineres Papier hier. Und dann richtig so geil hier. Das ist Qualität, Leute. Das ist so will ich Werbung sehen. Herrgott. Aber man muss dem allen einmal zugute halten. Das hier, auch wenn es von Trimax ist, ist tatsächlich doch echt ein verdammt hübscher. Also wenn dieses Istanbul Boys und so hier nicht stehen würde, ist es schon echt ein verdammt cooler Ordner eigentlich. Der gefällt mir. Das ist bisher so, das ist so das, was mir am meisten gefällt. Hiervor habe ich sehr viel Angst. Trimax macht nämlich deutschen Dub und es ist ziemlich grausam. Wollen wir nicht lügen, es ist ziemlich grausam. Und ja, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll. Es ist auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott! Ich darf das gar nicht alles zeigen. Das ist noch okay. Das ist noch okay, aber der Rest darf ich nicht zeigen. Ja, wird wohl oder übel mal dadurch irgendwie eine Review stattfinden. Ich denke mal, das ist das, was gewollt wurde. Werde ich tun. Tja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Und ja, wenn ihr Bock habt, da noch mehr Qualität und vielleicht auch so einen geilen Ordner zu bekommen, dann bestellt einfach was bei der Trimax GmbH in der Sprendlinger Landstraße 120 in Offenbach. Ne? Nicht, dass ich jetzt so. Jetzt habe ich Werbung für die gemacht. Warum habe ich. Egal. Ich glaube, ich beende das jetzt, sonst wird es noch schlimmer. Aber es war irgendwie unterhaltsam. Also, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Ich habe übrigens schon mal eine Trimax DVD gehabt. Die habe ich in Müll geworfen, nachdem ich sie angeguckt habe. Es gibt übrigens hier auf dem Kanal sogar eine Review davon von Flo.
Ich glaube, die muss ich mal in die Playlist hauen, damit man die wieder findet. Das mache ich mal. Ich verlinke es euch oder ich tue das Video irgendwo nach diesem Video irgendwie dazu packen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es ist halt, ne? Mal was anderes.